Jesus und seine Jünger predigten am See Genezareth zu einer riesigen Volksmenge. Als es Abend wurde, da setzten sich die Jünger in ein Boot, um ans andere Ufer zu gelangen, weil dort wohnten sie. Jesus, der blieb aber noch dort, um zu beten. Als die Jünger ungefähr in der Mitte des Sees waren, es war schon dunkel, da traf sie fast der Schlag. Sie sahen einen Mann auf dem Wasser zu ihnen kommen. Das war wie in einem schlechten Horrorfilm. Sie waren verschreckt, wie gelähmt. Das muss ein Geist sein, schrien sie, denn ein Mensch kann so etwas nicht. Und plötzlich erkannten sie, es ist Jesus, der auf dem Wasser zu ihnen kam. Ich habe mir dann heute Morgen überlegt, warum hat Jesus das getan? Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock, um den See herumzugehen. Aber warum ist er dann nicht geflogen oder hat sich irgendwie auf die andere Seite gebeamt, wenn er offensichtlich alles kann? Die Antwort ist, Jesus wollte seinen Jüngern ein für alle Mal klar machen, dass er nicht einfach ein Mensch, sondern Gott ist. Er hat die Naturgesetze geschaffen, er kann sie auch aushebeln. Übrigens, geflogen ist Jesus dann auch mal noch, ganz am Schluss, als er zurück zu seinem Vater in den Himmel ging.